eine Map mal keinen blöden Fehler machen, der dann zwischendurch einfach mal vorkommen kann. Natürlich ist auch einfach schwierig, gegen so ein Top-Team wie Team Liquid einfach alle Fehler zu vermeiden, aber man hat eben trotzdem das Gefühl, es ist ein bisschen schade, weil die Playing Ducks sich eigentlich immer in eine gute Situation bringen. Nee, nice one, das geht leider nicht. Ich habe alles maximiert. Wahrscheinlich könnte ich mir ein neues Equipment kaufen, mit dem man alles ein bisschen lauter machen kann. Aber so jetzt erstmal so nebenbei nischt. Aber wenn man den Regler nur relativ hochschrauben muss, dann habe ich auch das Gefühl, es ist ja nicht so schlimm eigentlich. So, Team Liquid. Was gibt es diesmal? Viking sicherlich nicht auf Infernal Shrines. Vielleicht mal eine Diva für euch. Das wäre sicherlich auch eine Option. Mal gegen Maltael. Stitch des Tigers. Bisschen eigentümliche Combo. Also ich bin großer Fan zwar vom Stitches momentan und den Stitches zu denyen ist auch erstmal viel wert, weil man natürlich an ihrer Stelle jetzt nicht so gerne möchte, dass da allzu viel Giftschaden gegen den Uther ausgeteilt wird. Aber es ist schon relativ wenig Damage und dann hat man natürlich letztlich für die Hooks auch wenig Follow-up Damage. Sie haben sehr viele Follow-up-Stunts immerhin. Vielleicht reicht das ja. Bin auch sehr gespannt auf den Twitlonger von Nurok. Ja, hoffentlich sehen wir ihn im Venus-Interview. Tigers ist relativ sick. Ich weiß nicht. Also, man kann sicherlich argumentieren, es sind schon viele andere gute Range Assassins weg. Aber ansonsten sehe ich nicht so viele Argumente. Der Tassadar hat gerade auch ziemlich rasiert, tatsächlich von Darkmark. Da konnte man nichts gegen sagen. Insofern hätte man hier vielleicht auch einfach wieder Valar Tassadar drücken können. Und die Playing Ducks bekommen Tyrael Malfurion. Da habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen daran hängt, dass Nande sich unter anderem eben noch auf dem Tyrael wohlfühlt. Das sind aber natürlich andererseits auch jetzt gerade so die drei Tanks im Meta, die man spielen kann, habe ich das Gefühl. Ja. Ich meine, Malta hier mit einem Divine Shield, der in den ganzen Melees da drin steht und sich hochheilt, das ist schon stark, ne? Ihr könnt wieder abstimmen natürlich. Welchen Draft findet ihr besser? Dax oder Liquid? Aber. Puh. Aber der Malfurion kann das gar nicht gegenheilen tatsächlich. Die Liquid werden sich dann nicht so ohne weiteres in eine schlechte Position begeben. Dann haben sie Putrid Bile, unendlich viele Stuns und den Gul'dan Poke Damage. Können auch sehr gut die Schreine clearen. Und dann steht da hinten irgendwo der Odin. Da kommt der Maltael nicht dran, da kommt der Grammy nicht ran. Nur der Genji kann draufspringen. Also ich würde tatsächlich sagen, in diesem Fall haben Liquid den besseren Draft. Ich meine, es kommt so ein bisschen darauf an, natürlich, wenn das Late Game Even erreicht wird, dann würde ich sagen, haben die Playing Ducks eine gute Chance, weil natürlich im Late Game der Tyrael sehr, sehr gut ist. Der Maltael auch völlig ausrastet, gerade dann mit der Sanctification. Und der Genji mit Dragonblade in zwei Fällen auch. Also im Late Game haben die Playing Ducks natürlich viele Trümpfe auf ihrer Seite. Aber ich glaube, diesmal wird Team Liquid das Spiel einfach von Anfang an dominieren. Bei Team Liquid geht jemand in Rente, wollen wir mal wetten. Das klingt für mich eigentlich nicht so. Was Nurok da getweetet hatte, war ja eher sowas wie: Wir haben nicht richtig vollständig spielen können. 87% finden den Liquid Draft besser. Das ist natürlich eine klare Ansage. Mal schauen, ob die das hier ändern können. Wulfjo auf dem Malfurion, Nande mit dem Tyrael. Sportbilly auf dem Genji unterwegs. Triss mit Greymane. Ithal mit dem Maltael. Ha! Das ist also das Lineup für die Playing Ducks. Auf der anderen Seite Team Liquid mit Splendor auf dem Uther. Lumbi mit dem Anubarak, fand ich überragend gerade auf der zweiten Map. Haarsops mit dem Tykes. Darkmog auf dem Stitches, auch mal eine ganz interessante Drehung. Und Nurok mit dem Gul'dan. Man muss aber tatsächlich sagen, Darkmog kann wirklich alle Helden sick spielen.
Also Ops, ein bisschen unter Druck, ein bisschen weiter auf der Position. Da hat er Glück, dass Eternal sein E nicht trifft auf den Tychus. Chris wird gehuckt und kann sich nochmal so zurückziehen. Also tatsächlich Darkmoog sehr variabel. Und Stitch ist natürlich einer der schwersten Helden im Spiel. Insofern schon auch wichtig, da mechanisches Genie draufzusetzen. Ist der Chris von Playing Ducks der Streamer? Ja, genau, völlig richtig. Also auch natürlich sehr guter Range-Assassin-Spieler, keine Frage. Aber in der Liga läuft es noch nicht so richtig gut. Letzte Season sind sie Sechste geworden am Ende. Damit haben sie den Abstieg verhindert. Diese Season müssen sie sich aber lang machen, denn die beiden Aufsteiger sind sehr gut. Insofern die Playing Ducks natürlich da immer mit einem Bein am Grund. Insofern natürlich eigentlich schon wichtig, gegen solche Teams wie Team Liquid, die momentan im Mittelfeld unterwegs sind, zu gewinnen. Andererseits kann man natürlich sagen, ja gut, aber eigentlich ist Team Liquid halt wahrscheinlich eins der zwei besten Teams in Europa. Dann kann man da auch nicht zu viel erwarten von den Playing Ducks. Aber ich glaube, letzte Season haben sie 2-3 verloren. Und insofern könnte man schon sagen, die Playing Ducks müssen hier sicherlich auch dann zwischendurch zumindest Naps mitnehmen. Denn es kann sehr gut sein tatsächlich, dass es zwischen den Teams um den Abstieg am Ende tatsächlich auf die Maps ankommt. Und dann wäre es natürlich schon recht bitter, wenn man irgendwie wegen einem 3-0 zu wenig, zu viel gegen sich absteigen würde. Oder zumindest in den Crucible droppen würde. Man muss auch sagen, in der Open Division gibt es jetzt zumindest ein sehr starkes Team. Die dominieren ja bisher Bushido Esports. Und jetzt geht es aber drauf wie Eternal. Und der wird einfach instant deleted. Ja, das ist letztlich natürlich, was ich meinte. Oder war ein bisschen experimentell, der Hook von Darkmoog. Aber letztlich war natürlich sowieso schon alles passiert. Der erste Kill gesichert, damit der Punisher wahrscheinlich auch schon so gut wie sicher ist. Ein Kane-Punisher, damit können sie sicherlich den Vorteil noch ein bisschen vergrößern. Wichtig immer, das haben wir bei Fnatic jetzt immer wieder gesehen, die einfach den ersten Schrein häufig gar nicht contesten, dass man auf den Sidelines XP mitkriegt. Kann man natürlich in der Hero League nie so machen, weil dann das Team einfach komplett sterben geht und tiltet. Aber auf dem Pro-Level natürlich leicht nachvollziehbar eigentlich, dass der Punisher, der hier nur ein oder zwei Tower rausnimmt, nicht so wertvoll ist wie die XP auf den Sidelanes. Aber wenn man natürlich beides haben kann, dann ist wieder doch ganz gut. Aber Team Liquid müssen aufpassen. Die Playing Ducks haben das schön gemacht, haben erst oben ein bisschen reingedrückt, aber dann die Rotation hier unten hingespielt und sind dann plötzlich in massiver Überzahl. Aber Nura kommt jetzt wieder hier mit herrotiert, aber ich glaube, Darkmoog wird sowieso den Punisher schon klar machen können und dann kann der Gul'dan oben bleiben. Völlig richtig, gut gespielt von Team Liquid, letztlich alles richtig gemacht, trotzdem halbes Level hinten, weil die Playing Ducks da noch ein bisschen Druck auf die Map gezaubert hatten, trotz des Todes zwischendurch. Also schon ziemlich gute Arbeit, beidseitig würde ich tatsächlich sagen. Also die Playing Ducks haben da aus ihren Möglichkeiten alles rausgeholt, aber Team Liquid spielen das hier auch erstmal soweit souverän, holen sich den zweiten Tower. Der Punisher wird schön an das Keep, an das Voran gezogen, wird da defended, kein Problem für die Playing Ducks. Drei Mann werden nur benötigt, das heißt, auf der restlichen Map kann weiter gesucht werden. Und wir stellen tatsächlich fest, Team Liquid sind trotz des einen Kills und trotz der Sicherung des Punishers nicht vorne. Anstelle dessen sind tatsächlich die Playing Ducks, glaube ich, hier in Führung, wenn man ehrlich ist. Denn zur unteren Lane, die dicke Creeper wird noch eingesammelt. Und Rock wird jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Und da ist man dann doch schon ein bisschen verblüfft, dass die Playing Ducks das so gut gespielt haben, dass sie tatsächlich jetzt hier XP-technisch weiterhin in einer guten Situation sind. Und wie gesagt, ich würde denken, dass ihre Composition im Late Game viel Potenzial hat. Nande wird noch ein bisschen gehatet, kann ich so aber zurückziehen. Und Blumby soll angegangen werden, der kriegt aber gerade noch mal seine Käferfüße am Hut vorbei und damit funktioniert der Disengage für Team Liquid. Fünf Mann waren da für die Playing Ducks, heißt also Darkmoog auf der Top-Lane. Der hat da sehr entspanntes Leben für den Moment. Ganz interessante Entwicklung. Ja, früher sah man den Damage, den Slam-Stitches, eigentlich nur in Doppeltank-Compositions quasi als zweiter Melee-Assassin. Macht nämlich ganz schön viel Damage tatsächlich. Wurde ja auch kürzlich noch mal gebufft und seitdem sehen wir ja den Damage-Stitches generell wieder sehr viel. Und der hat natürlich den Vorteil im Vergleich zu anderen Melee-Assassins, dass er ziemlich gut überlebt, aber in dem Fall reicht es nicht. Und da war natürlich Darkmoog auch extrem aggressiv unterwegs, muss man sagen. Also letztlich berechtigte Strafe da von Eternal und Chris gegen den Stitches. Und heutzutage tatsächlich sieht man den Stitches tatsächlich häufig dann sogar in Solo-Tank-Compositions, also nur mit Stitches als Tank. Trotzdem mit dem Damage-Bild und das funktioniert ganz gut, was aber natürlich so ein bisschen daran liegt, dass häufig Doppel-Support dahinter gespielt wird.
Aber man muss schon sagen, diese reinen Tanks, die einfach viel aushalten und ein bisschen in die gegnerische Backline reinflügen, so wie man das zum Beispiel viel vom Muradin gesehen hat, auch von der Johanna eine Zeit lang, die werden momentan quasi gar nicht gespielt. Anubarak kann zwar ganz gut engagen und das macht er hier in dem Fall. Boah, sehr schön gemacht von Blumby Doppelstun gegen Chris und der kriegt nicht mehr rechtzeitig genug Unterstützung von seinen Teammates. Ich dachte schon, das wäre eine Sanctification, aber es ist natürlich Level 10 noch nicht erreicht. Nurok in der Backline hat aber auch ganz gut kassiert. Schöner Damage davon Genji. Aber Team Liquid natürlich mit dem Engagement von Blumby sofort in einer sehr guten Position. Ja, ich wollte sagen, Blumby mit dem Manöver kann natürlich hart reindiven. Aber im Gegensatz zu Muradin, der dann einfach weiter Auto-Attacks auf die Backliner macht, muss der Anubarak schon ganz schön vorsichtig sein. Also wichtig letztlich, dass er mit dem Engagement den Kill kriegt, weil sonst ist er natürlich mit dem genutzten E in einer schwierigen Position. Früher wurde ich tatsächlich noch geflamed, wenn ich mein E aggressiv genutzt habe, weil das ist doch das Disengage-Tool. Also ob's, der möchte jetzt disengagen, aber wird tatsächlich der von SportBD verfolgt und sicherlich rausgenommen, denn Level 10 ist erreicht für die Playing Ducks und nicht für Team Liquid. Das ist schon eine bisschen skurrile Entwicklung hier in diesem Spiel. Team Liquid kriegen hier immer wieder ein paar Stiche, aber letztlich ist das XP-Game trotzdem immer besser für die Playing Ducks. Nurok mit einem Top-Horrify. Da wäre sonst gleich alles vorbei gewesen. SportBD hat dann nochmal die Flag, hat er nicht. Und die Sanctification kommt ein bisschen zu spät und sie können keine weiteren Kills mehr klar machen, die Playing Ducks. Rückzug eingeleitet und auf der anderen Seite gibt es den Respawn vom Tykes und damit wird der Punisher gesichert für die Playing, für die Jungs von Team Liquid natürlich. Ein halbes Level Rückstand allerdings für sie. Insofern müssen sie jetzt auch ein bisschen Value kriegen. Konsequenterweise sehen wir den Tykes erstmal auf der Top Lane XP soaken. Stitches macht sich auf den Weg nach unten und dann wird der Punisher sicherlich gleich auch gesichert. Wir würden gerne die Eternal nochmal haben und das könnte klappen. Darkmoon mit dem Gamble Hook. Der war gut tatsächlich gegambelt, aber Eternal hat es kommen gesehen, ist auch nochmal sicher gegangen und bleibt am Leben. Aber jetzt natürlich die Frage, kommt die Rotation hier zustande? Natürlich haben jetzt die Flying Ducks auch gesehen, dass die da unten unterwegs waren und Tykes ist immer noch auf der Toplane zu sehen. Ja, also das gefällt mir wirklich bis jetzt am besten von den Flying Ducks. Also diese Partie spielen sie strategisch wirklich sehr, sehr gut. Darkmog wird direkt wieder gehatet. Aber diesmal ist er rechtzeitig rausgelaufen. Macht natürlich einen großen Unterschied beim Full Damage Stitches mit allen Slam-Talenten auf 1, 4, 13 und 16. Kommt eben nicht viel Survival mit rein natürlich, aber der Ultimate, der ist schon ein dicker Punkt, um ihn besser am Leben zu halten. Movement Speed wird erhöht und der Gegner wird verlangsamt. Also Stitch ist dann plötzlich natürlich in einer sehr luxuriösen Position und insofern geht es jetzt Darkmog sehr viel besser. Kann sich sehr viel mehr Aggression leisten. Und auf der anderen Seite sind Team Liquid tatsächlich hier komplett sehr aggressiv unterwegs. Chris kriegt aber Curse Bullet drauf, wird aber gehuckt. Muss ich vorsehen, aber ich denke, das ist trotzdem ein guter Fight. Von der Seite kommt die Eternal und trifft da gleich mehrere Leute mit seinem E. Und das ist natürlich ein sehr gutes Setup für den Fight. Muss jetzt aber vorsichtig sein. Ah, aus meiner Sicht muss da die Sanctification früher kommen. Und es gibt wieder einen einfachen Kill gegen den Genji. Also da verfehlt, glaube ich, Nantes so ein bisschen das Timing. Das hatten wir tatsächlich auch bei ihrem letzten Spiel. Die Playing Ducks haben mir eigentlich da auch gut gefallen, aber die Sanctification, die muss einfach kommen, bevor der Gegner den Turnaround startet. Am besten natürlich in dem Moment, wo der Gegner drüber nachdenkt. Aber dass dann der Tyrell down geht, ohne Sanctification und das ist der entscheidende Part, das muss er sich klar machen, es ist jetzt nicht so schwer zu raffen gewesen für Nande, wann die Sanctification gut sein würde, denn seine Teammates haben den Maltail Ultimate und das Dragonblade auf dem Genji angeschmissen. Guckt nochmal drauf. Da kommt jetzt der Call, okay, ich gehe rein, ich mach Ulti an. Und dann muss einfach Nandes Sanctification da sein, anstelle des Divine Storm von Splendor. Und wir sehen, das Problem ist offensichtlich, Nande hat gar kein Q-Up, kann also nicht reinspringen. Und das ist dann einfach nicht ausreichend gut von der Teamkoordination. Und also, ich kritisiere jetzt, das klingt jetzt so hart kritisch gegen Banande. Das ist aber gar nicht der Punkt. Das ist eine Teamplay-Sache. Immer wieder, wenn das mit dem Tank nicht zusammenklappt, das ist immer eine Teamplay-Sache. Weil er wusste einfach dann offensichtlich nicht, dass diese Flanke von Eternal kommt, weil sonst würde er natürlich seinen Coup bereit haben, reingehen und Sanctification drücken. Und das ist eben etwas, was einfach eingeübt werden muss. Und da macht es einfach Sinn, dass die Playing Ducks natürlich mit den Rosterumstellungen jetzt plötzlich dann auf Englisch statt auf Deutsch mit einem neuen Tank, dass sie da noch ein bisschen brauchen. Aber man sieht da offensichtlich natürlich trotzdem, dass da einfach zwischendurch Sachen nicht funktionieren. Und ich hoffe, das nimmt mir keiner persönlich übel, wenn ich das auch dann heraushebe. So, ist aber trotzdem eine gute Situation für die Playing Ducks. Können jetzt den Schrein erstmal angehen.
Das User Camp pusht auch noch für sie. Heißt also, die Mitglieder sind noch ein bisschen beschäftigt, müssen sich erstmal in Position bringen, würden wahrscheinlich auch nicht so gerne fighten ohne Cocoon, aber müssen sie letztlich. Auf der anderen Seite, also sie müssen zumindest sich erstmal in Position begeben, um den Fight möglicherweise loszutreten. Cocoon wird jetzt aber gleich vom Cooldown kommen, tatsächlich. Die ersten 20 Skelette gesichert. Und da ist auch noch ein Vor dahinter für die Playing Ducks. Also sehr gute Situation für sie. Und ich könnte mir fast vorstellen, was... Oh nein, Spotty, die wird gehuckt. Wird aber nicht gestunt. Da haben sie Glück gehabt, dass Splendor da nicht rechtzeitig in Position war. Seltener Fehler tatsächlich von Team Liquid. Da muss der Follow-Up-Stun natürlich eigentlich da sein. Aber normalerweise ist natürlich auch Blumby der Stitches-Spieler. Also vielleicht hat da in ähnlicher Weise gerade bei Team Liquid der die Kommunikation gefailt. Weil natürlich ist es eigentlich ganz trivial. Darkmog sagt, ich hucke. Oder sagst du halt nicht, aber der Uther wartet, ist auch letztlich egal. Aber der Uther muss natürlich den Standard setzen, da gibt es dann kein Pardon. Genji kommt zwar schnell wieder raus, aber Genji kann nichts dagegen machen, dass er einmal gestunt wird vom Edes Uther und dann zusätzlich noch vom Divine Storm. Dann ist der Genji einfach wirklich schlicht tot, da kann er nichts gegen machen. Insofern ärgerlich, dass er in dieser Situation jetzt gut zurechtkam. Das hier übrigens auch ärgerlich für die Playing Ducks, wie lächerlich einfach für den Gul'dan. Das zu defenden. Wieder kommt der Follow-Up-Stun nicht rechtzeitig von Splendor. Der, muss man aber zugeben, war jetzt auf kurze Distanz und ich denke mal, Splendor wollte da auch selber vorsichtig bleiben lieber, denn sie waren natürlich ohne Nurok hier in der 4 gegen 5 Situation. Also da würde ich ihm jetzt diesmal keinen Strick draus drehen. Aber wie gesagt, das ist immer eine Tank- und Teamkommunikationsgeschichte. Und den Fight vorhin auf der Top-Lane hätten sie vielleicht sowieso direkt abbrechen müssen, so oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht schon zwei gesagt hatten, lass mal lassen, weil Blumby hatte 50% HP verloren am Cursed Bullet von Chris. Siege Camps werden jetzt beidseitig gesichert. Nächstes Siege Camp wäre natürlich jetzt unten am Start, aber die Playing Ducks haben einen kleinen Vorteil, denn die haben noch ihr Bruiser Camp. Die haben ja das Gegnerische geklaut, also smart gespielt auf jeden Fall von ihnen. Denn damit können sie jetzt gleich den Map Pressure nochmal erhöhen gegen Team Liquid. Dann sind die noch ein bisschen beschäftigt. Und insofern könnte es sein, dass Team Liquid invaden wollen da oben. Genau, und der Root sitzt tatsächlich sehr schön antizipiert von Wolf Joe. Und auf der unteren Lane Nande, auch sehr schön gemacht. Der steht die ganze Zeit da heimlich im Busch drin. Team Liquid wissen nicht, wo ihre Gegner sind. Und die würden gerne nochmal fighten vor Level 16, weil Level 16 dicke Power Spikes bringt für die Playing Ducks. Mente Mori kommt mit rein auf dem Maltael, Holy Ground auf dem Tyrael. Und das im Prinzip reicht schon. Aber auch tatsächlich Greymane, Genji und Malfurion, alle relativ sicke Level 16 Talente. Auf der anderen Seite immerhin tatsächlich auch ganz gute Gegenspieler. Ich bin mir echt nicht so sicher, wer hier im Late Game die Nase vorne hat. Es kommt sicherlich in vielen Situationen dann auf die guten Sanctifications an. Wir sehen keine Tenacious Roots vom Malfurion. Hauptsache, der Malta überlebt, ist wahrscheinlich hier der Call. Und Team Liquid haben nochmal eine schöne Rotation gespielt und haben nochmal einen Vor oben drauf gekriegt. Beziehungsweise, wichtiger noch, nicht nur das, also Vor, ich denke, das wird rausgenommen, jawohl, sondern auch der Brunnen. Und auf dieser Lane gibt es jetzt den Fight um den Schrein, aber Team Liquid haben natürlich dann trotzdem das Loser Camp auf der Top nicht, Lane nicht. Also die Playing Ducks haben sich letztlich entschieden, das wichtige Top Keep noch, das Top Camp loszuschicken, was wie gesagt großen Value hat. Und da das Keep unter Druck setzen wird, oh, Blumby wird einfach angegangen. Interessanter Call. Hätte Nanda aus meiner Sicht wieder Senk ziehen können, wenn sie hart engagen hätten wollen. Aber lassen sie tatsächlich. Auf der anderen Seite wird Odin jetzt gezogen. Nanda sucht noch nach einer besseren Gelegenheit mit Holy Ground den Gegner unter Druck zu setzen. Jetzt ist er ein bisschen out of position. Muss wieder zu seinen Teammates dazukommen. Die ersten 10 Skelette beidseitig gesichert. Hook geht rauf auf Chris und das ist natürlich das beste Target. Divine Storm und Sanctification jetzt erst da. Und damit ist natürlich hier der Fight schwierig. Aber Darkmog ist nochmal hart angegangen worden von Eternal, der sitzt aber jetzt im Cocoon, kann nicht mehr viel machen. Sportbilly ist ebenfalls low gedroppt, kriegt dann nochmal einen Kill gegen Darkmog, sieht nicht danach aus und damit wieder alles vorbei für die Playing Ducks in diesem Fight. Nande, oh, hat das sehr schön gemacht tatsächlich, kommt nochmal raus aus der Sache, aber der Schrein wird natürlich jetzt gesichert von Team Liquid, ein Level Vorsprung für sie. Eternal kämpft nochmal, was das Zeug hält auf der Top Lane, holt in der Zwischenzeit das Bruiser Camp noch ein bisschen Value, ich denke mal, da wird tatsächlich sogar noch ein bisschen Keepwall beschädigt, obwohl ich glaube, die ist vielleicht sogar schon weg, ne? Genau, die ist schon weg. Insofern guckt euch das an, ne? Wenn der Fight einfach ein bisschen länger gedauert hätte, das wäre sehr gut gewesen für die Playing Ducks. Aber ich denke mal, sie hätten trotzdem den Fight explosiver spielen müssen, denn sie hatten initial eine gute Gelegenheit, hatten eigentlich ihre Gegner da ganz gut erwischt. Die Alternative ist dann letztlich, ganz konsequent wegzubleiben, aber man muss natürlich dann einfach auch sagen, das ist natürlich überragend von Darkmog, dass er genau das entscheidende Target der erwischt. Das könnte tatsächlich jetzt aber sich andersrum auch nochmal zeigen. Oh, Sportbilly, die laufen da einfach rein
Warum läuft man denn da nicht einfach mal entspannt in den Busch rein? Da hätte man wirklich eine schöne Situation erschaffen können. Auf Seiten der Playing Ducks, wenn sie da ein bisschen abgewartet hätten. Aber in dem Moment, wo sie sich alle zeigen, ist das natürlich direkt vorbei. Beach Camp wird jetzt nochmal schnell geholt bei den Playing Ducks. Auf der anderen Seite denke ich, dass Team Liquid das vielleicht auch noch machen. Ne, die wollen direkt los. Und die antizipieren tatsächlich, dass da möglicherweise das Siege Camp gemacht wird. Und das ist natürlich jetzt möglicherweise problematisch für die Playing Ducks. Da ist der Hook. Und Nanda hat seinen Q4 nicht rauskriegen können. Und damit gibt es den Kill. Und jetzt wird es natürlich dann relativ einfach für die Jungs von Team Liquid, ihren Vorteil zu maximieren. Horrify Follow-up für den Cocoon. Boah, die Thurl geht noch, aber tief rein. Der Silence auf 4 Leute. Super gemacht von Wolfjoe. Und die Thurl kann jetzt einfach alle abräumen. Könnte man glauben tatsächlich. Aber der Disengage läuft tatsächlich für Team Liquid ganz gut. Nurok geht aber down. Blume kriegt nochmal ein Schild. Aber Eternal, der ist jetzt dran. Und Spotbeat ist so agil. Der Stun trifft ihn nicht. Unten sehen wir Chris, der holt sich Darkmog. Eternal, kann der auch noch den Uther mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Der Sidestep müsste easy sein. Für Splendor, jawohl, so ist es auch. Und Azurps, der hat den irgendwie nochmal zwischendurch gezogen, verteilt ein bisschen Damage noch und sichert natürlich den Lead letztlich noch für sein Team. Darf da auf keinen Fall down gehen. In der Mitte sehen wir jetzt leider nicht, ob er da nochmal hart angegangen wird, aber Uther ist mit dabei. Dann sollte das natürlich gut gehen. Wolfjoe verliert aber immerhin einen der Keep Tower. Das gibt nochmal ganz gut XP für Team Liquid. Und damit sind sie gleich Level 20. Aber dass sie das nochmal umgedreht haben, war tatsächlich ein dickes Play, insbesondere von Wolfjoe. Natürlich insgesamt vom Team her eine gute Falle. Ne? Also da muss man nochmal sagen, die sind eigentlich ein sehr gutes Team. Man hat aber immer wieder das Gefühl, dass da einfach noch ein paar Prozent fehlen, einfach in der Teamkoordination, die sie sicherlich im Laufe der Saison noch rauskitzeln können. In der Situation waren sie offensichtlich alle on board, hatten alle die gleiche Idee und gewinnen dann den Fight in der Unterzahlsituation ohne den Tyrael. Und natürlich jetzt für die Playing Ducks die unangenehme Aufgabe, Level 20 irgendwie farmen zu müssen, ohne sich quasi Team Liquid zum Fraß vorzuwerfen. Aber Team Liquid auf der anderen Seite haben Level 20 noch nicht so schnell gekriegt, wie man gedacht hätte. Und damit ist zumindest Zeit, das Bruiser Camp noch zu holen. Und auf der Toplane ist der Genji schön versteckt im Wald und sammelt auch noch ein bisschen XP rein. An der anderen Seite der Map ist Nanda schon wieder unter Druck. Blumby ist auf der Jagd und der möchte jetzt unten das Keep rausnehmen. Das ist aber ein Problem für Team Liquid. Ja, genau, das müssten sie direkt lassen, glaube ich auch. Direkt wird teleportiert dann auf der Toplane, pusht der Genji mit dem Bruiser Camp. Und wenn jetzt gleich die nächste Schreinphase losgeht und sie wären alle beim Pushen auf das Keep da unten, dann würden die Playing Ducks wahrscheinlich auch ein Keep kriegen. Und zusätzlich noch schneller beim Schrein sein. Insofern, guter Call von Team Liquid, ihren Level 20 Vorteil aufzugeben. Zu sagen, okay, Mist, haben uns da ein bisschen ausrotieren lassen. Das Bruiser Camp und der Genji müssen ausgepusht werden. Und damit liegt dann letztlich alles auf der letzten Karte, auf dem nächsten Schrein. Der könnte die Entscheidung bringen. Allerdings natürlich auf der Lane, auf der beide Teams noch relativ viele Verteidigungsanlagen haben. Also das Fort steht noch für Team Liquid, das Keep auch noch intakt bei Playing Ducks. Also da sollte man eventuell, wenn man den Fight einfach nur knapp verliert, also zum Beispiel nur einer stirbt oder der Gegner einfach besser die Skelette abfarmt, da sollte man im Zweifel noch verteidigen können. Nächster Hook gegen den Maltael diesmal und es gibt wieder den einfachen Kill. Und da bin ich schon jetzt langsam ein bisschen ungehalten, muss ich sagen. Das ist zu einfach. Die dritte oder vierte Situation in Folge, wo Darkmog einfach nur den Hook setzt und den Sieg rausholt für sein Team. SquadWD versucht noch heute Multi was zu machen, aber hat natürlich kein Backup mehr, muss sich zurückziehen und das Zurückziehen wird nicht immer viel bringen, denn Team Liquid sind natürlich erfahren genug, um zu sagen, in der Situation mit nur Genji in der Verteidigung und einem angeschlagenen Tyrael, da werden wir den Corvo rausnehmen können und genau das versuchen sie jetzt natürlich. Ich meine, ich habe mich vorhin auch schon ein bisschen zu früh gefreut, zugegebenermaßen. Und SquadBD macht weiter da guten Schaden, aber trotzdem, das Gibt ist natürlich low. Wo kommt der Nurok noch mit dazu? Ne, brauchen sie gar nicht. Hasops und Blum, die machen den Killer alleine klar. Und das ist dann das 3:0 für Team Liquid. Nochmal ein schöner Hook von Darkmog. Das muss man natürlich auch letztlich wertschätzen. Das ist schon super gespielt von Darkmog. Aber die Situation ist wirklich sehr trivial. Wir gucken uns gleich nochmal kurz an. Da muss, wie gesagt, einerseits natürlich nachgescoutet werden, aber andererseits kann es auch nicht sein, dass da das wichtigste Target, der, den sie unbedingt am Leben halten müssen, der Maltael, einfach vorne wegläuft.
Und das ist auch wieder kein aggressiver Vorwurf gegenüber Eternal, sondern das ist einfach auch wieder eine Team-Koordinationssache. Ah ne, da hatten wir es, dann werden wir mal ein bisschen zurückspringen. Also hier kommt die Rotation und da stehen sie jetzt schon. Ne? Darkmook steht jetzt schon in dem Busch und es ist halt schwierig. Ne? Die Playing Ducks sind spät dran und Team Liquid haben erstmal die Kontrolle übernommen. Das ist natürlich einfach auch auf sehr hohem Niveau gespielt. Ne? Nande cleart hier noch die Wave. Eternal ist jetzt schon relativ aggressiv positioniert. Wolfjaw hat große Angst offensichtlich und Chris ist hier auch relativ zurückhaltend. Irgendjemand müsste diesen Busch checken und genau das wird auch gepinkt. Hallo, checkt mal jemand den Busch. Das macht der Tyrael. Völlig okay, ne? Das ist genau, was passieren sollte. Aber dieser Busch muss eben dann auch kontrolliert werden. Oder aber sie gehen einfach defensiv hier lang auf der linken Seite. Das ist beides okay. Sportbilly sagt aber, wir räumen erstmal noch die Creep Wave weg. Und Eternal, der kommt jetzt einfach auch rein in die Creep Wave. Und macht da tatsächlich... Also, sie hätten ja auch hier einen Cocktail reinwerfen können, ne? Oder vielleicht hätten sie auch den Busch noch checken müssen. Aber eigentlich können sie sehen, dass da nicht viele Leute auf dem Schrein sind. Insofern können sie damit rechnen, dass irgendwo diese Falle steht. Und dann darf Eternal hier nicht einfach reinlaufen. Aber, wie gesagt, es ist natürlich auch einfach sehr gut von Team Liquid. Die nutzen die Position da sehr schön aus und verdienen sich letztlich natürlich dann den Sieg da auch absolut. 3:0 für Team Liquid. Ich gebe euch hier kurz Pause-Screen, denn wir holen natürlich hier kurz den Mainstream raus, damit wir das Winners-Interview hören können. Hoffentlich mit Nurok, der uns Geheiminfos droppt. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Falls er überhaupt das Winners-Interview macht. And on the macro game. So it's actually really cool to see that evolve over week two of the next one. Yeah, you can tell both all of our team, they're just putting in a lot of work here to make sure that they can climb to the top here, and the top has been quite the climb for them. I still don't know sure where I'm going to put Team Liquid in the top four. I think for now, I think I'm actually willing and okay to say Expert is in the top four no matter what. Next game for sure will let me get an idea if I think they should be okay. Up there with everyone. How was that though, a new statement? What do you mean a new statement? Expert has literally been in the top four since this league started. You can say things like there's a top three with Expert hanging around the outside now, but now I actually just want to say there's a top four no matter what. And yes, you're right. You Expert do realize in standings. Wait, I have to rub that in a little bit more. You do realize that Expert in first phase lost literally one series outside of the big three. Oh, really? Dang. I must have missed that. You don't listen to me. I talked about it last. It's hard. It's hard. Well, we have actually a member from Team Liquid here. Blumby, how is it going, man? Hello. What's going on with the beard, dude? I don't know. Is it good luck? I don't know. does that stay? Don't say I don't know now. I don't know. I want an answer. I didn't have time to shave. I had to practice, and so I think it looks good. Just go around a little bit there. You'll be good to go. Blumby, welcome to the show. Congratulations on your victory today. And I just want to hear it from the horse's mouth, man. What is the state of Europe, and where is the state of Team Liquid for you guys? Where are you guys sitting right now in all the standings, and how do you guys feel? I mean, who knows? Yeah. nobody knows what's going on in Europe right now. To be fair, like, I don't want to take anything away from Tricked, but I think we just had a pretty bad day, honestly. I think we had an off day, and we had also trouble practicing last week because Nurok was sick, so we missed like 2 days of practice, and I think it hurt us quite a bit. Like, I think anyway it would have been a close series against Tricked, but I think like that, the 0-3, it was a bit heartbreaking, but for sure. But I mean, let's talk about today's series, I guess. Today it went better again. 3-0 is actually what we expected also against Tricked, or I guess 3-1 or 3-2 at least, but... Well, it seems like you guys aren't so adamant about the whole double support right away, too. You guys are switching it up a little bit, bringing the stitches into the compositions. How is the meta forming for Europe right now? We're seeing more macro play, more hook compositions coming out. I wish I knew what the meta game is right now, the best meta, because it's so crazy. Like, we see Zul even picked, you know, in Hero League, like, Zul is picked every second game and just winning games all the time. And I don't know what's going on, if it's, like, a top-tier pick or not, and I don't know what the current, like the real best current meta is right now. I honestly feel like it's just pick what you're best at, and if it's not working, just adapt some picks and see if it works, and yeah, pick up stuff that other teams do, like we did. Like, we picked a lot more stitches today because
We got wrecked by tricked. We got tricked, I guess. So we picked up some more stitches, and as you can see, Darkmoor can play him just as well, and awesome. Did fine. Well, I don't know. The interview continues here. I'm gonna send you over to Kaldor. So first of all, congratulations again. I have a couple of questions, and the first one is about Malthiel. So we had, of course, the opinions of most of the teams already as the hero came into play, but today the Ducks played him every single game, and it felt a bit like, especially on the last map, you guys had problems dealing with Malthiel. You got a really cool hook in at the end of the game against the perfect target there. Where do you think Malthiel stands right now? Where do you think he fits in the meta, and how much of a threat is he actually? If I was the main drafter for Team Liquid, I would pick this hero every game because I think it's super broken. I think if you play well around him and play and pick the right picks around Malthiel, you can honestly win every team fight, especially in mid to late game. Mm-hmm. And like besides maybe some pick off compositions with Gorge Gust against Fnatic, that's different. That's not team fighting. That's picking off, you know. But real team fights, I mean. In that sense, I think Malthiel is probably the strongest hero in the game right now, or one of the strongest for sure. And I think we will see him a lot more also in the upcoming weeks. And just his sustain and damage he can deal is just absurd. Like, it's crazy. Yeah, he had a pretty... That was actually a really insane game, especially at the end. I mean, we talked about one fight where you isolate Tyrael, you get a kill, and then Malthiel comes in and all of a sudden turns the fight around. How happy were you guys when that hook was hit against Malthiel in the last team fight? I mean, that immediately won you the battle, didn't it? Yeah, we were really happy. Like, Darkmoor said, oh, I get the Malthiel. He was, like, super confident, just shouting, we kill Malthiel, and just hooking. And it's just... That's just Darkmoor, you know? He's this player who does these clutch plays. He's just... You know, there are these players in Europe who can just do such stuff. And it is probably sad for them because I think they had a good chance to win that last fight. They had huge power spikes as well with the Malf. I guess, no, he didn't go for the Blink Silence. He went for the Storm Shield. But they had, anyway, a really good late game. And Tyrael with the Q on Shrine is also dangerous for everyone, for Stitches as well. He can basically not walk in because he will get, like, wholly grounded. So, yeah. We had to get a hook, I guess, to win a fight, or at least to make it easier to win, and Darkmoor just got the hook, and he played pretty well today, so I'm proud of him. I mean, you guys play fantastic, but I also want to ask you one question about the next series that we have here today. We see Expert going up against Fnatic, and of course that's also a match that affects you guys to a certain extent, everybody fighting for those Western Clash spots. What do you expect from that series, and especially how strong do you think Expert is right now? We scrimmed Expert every day last week, and I think they are really strong right now. I think they are really confident from the victories they had in the HGC, and they start to just be a real contender, I guess. And you can see it in the standings. They are second right now, Yeah. I think. Yeah. And it will be probably 3-1 or 3-2 if I don't misjudge their meta game completely and they just get... I mean, I don't know, because Fnatic is such a good team. They have the best execution, I think, out of all teams. Wait. I have to follow up on this. 3-1 or 3-2 for whom? For Fnatic. Okay. I mean, that's... Okay. They are the world champions. It's always, like, of course, Fnatic. But I mean, they are the favorite, but just from the way you said it for a moment, was... Did he just say that Expert 3-1's Fnatic here? Yeah, I was thinking too fast and talking... Probably not too clearly there. Sorry, my bad. But where would you see them in the standings towards the end of this of the phase, or towards the Western Clash? Where would you say they are right now within the top four that we're talking about all the time? Hard-hitting questions today, I know. Poor Blumby. I'd say, like, I don't know. I honestly think Dignitas is on the way up. Like, I think they overvalued double support, and now they are back to their old style, and they will be fine again, like top two, top three. Expert, I would still put in the fourth, like, slot, especially because they still have to play against Fnatic and us. And they are high in the standings now, but they have to play against Fnatic and us still. And I mean, if they lose both, they are, you know, they will be the fourth. Mm-hmm. But in my opinion, I think they are fourth still, and then it's still the old top three. That's at least what I think still, if everything goes how I think. All right, awesome. Thank you very much. Well, thank you for allowing us to pick your brain for a long duration here. Before I let you go, you have the floor for shout-outs, so feel free. Shout-outs to everyone who supports us from, I don't know, Twitch chat, I guess, and everyone who watches, and also family and friends who are watching.
thank you for all the support. We appreciate it. Also, when we fail sometimes, I know that we have a lot of fans that stand behind us, and it's awesome. Thank you, guys. Awesome. Congratulations to Team Liquid for the victory, a 3-0 over the Playing Ducks. And they'll continue to move up, and they're thinking Fnatic is going to win next. Das waren natürlich Grüße, die dann explizit an euch rausgingen. Also sehr, sehr langes, sehr ausführliches Interview mit Blumby. Ich fürchte, das kann ich nicht komplett zusammenfassen. Blumby, habt ihr gesehen, ist einer der sympathischsten, nettesten Leute tatsächlich in der HGC. Also ich bin immer wieder sehr angetan, wenn ich ihn reden höre. Sagt natürlich, sie haben schon damit gerechnet, dass sie 3-0 gewinnen könnten. Haben ein bisschen von dem Drama erklärt. Also 2 Tage konnten sie wohl nicht trainieren, weil Nuro krank war. Und dann wurden sie von Tricked aus getrickst. Und das war natürlich schade. Und klingt aber letztlich so, ehrlich gesagt, als hätte das Team Liquid jetzt nicht so übermäßig viele ausgemacht. Also natürlich waren sie da wahrscheinlich letzte Woche ziemlich traurig, aber jetzt läuft alles wieder so, wie sie sich das vorstellen. Und ansonsten sagt er, dass Team Expert seiner Meinung nach immer noch der 4. Spot sind. Und das ist interessant tatsächlich insofern, als dass Dignitas und Fnatic die ganze Zeit betonen, dass Tricked eSport so gut ist. Das klingt halt eher so, als wäre aus Sicht von Blumby immer noch Team Liquid da vorne mit dabei. Fnatic das stärkste Team zwar. Und er meint, dass Dignitas wieder so ein bisschen rankommt, das ist erst 2 Tage her. Wie die Zeit nicht vergeht. sorry. Toll, jetzt bin ich voll aus dem Konzept hier, Lida. Jetzt hast du alles hier voll verwirrt. Ach, es tut mir leid. Also Tricked eSports sind natürlich trotzdem ganz gut gestartet und haben natürlich damit einen wichtigen Sieg, aber anscheinend hat Blumby das Gefühl, dass die Top 4 immer noch vorne sind. Jetzt war wieder das Piepen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommen kann. Muss mir das vielleicht mal selber anhören. Vielleicht erkenne ich es dann. Aber das kann ich jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr ändern. Ich glaube, mein PC gibt den Geist auf. Naja. wenn ich Nomi Rensen lese, das kann natürlich sein, ja. Es hört sich an wie Kabelbruch. Ah, ja gut, also viele Ideen. Vielleicht kann ich das dann zur nächsten Woche hin fixen. Aber ich fürchte jetzt hier nebenbei, kann ich das nicht machen. Nee, an dem Logitech-Headset kann es eher nicht liegen. Das glaube ich auch nicht. Aber ich benutze natürlich auch hier mein Standmikrofon. Und vielleicht liegt es dann eher daran. So, also Tricked eSports nach Blumby eigentlich immer noch nicht so richtig gefährlich und insofern ist es dann doch schon ein ganz schön relevantes Match, das auf uns zukommt, nämlich Fnatic gegen Team Expert. Und er sagt zwar, dass Team Expert noch hinten dran hängen, aber ich glaube, eine Sache hat er vergessen. Er hat nämlich gesagt, Team Expert, die sind deswegen so weit vorne, weil sie gegen Dignitas und Team Liquid noch nicht gespielt haben. Und wenn wir jetzt annehmen, dass sie gegen beide verlieren, dann hätten Team Expert ja 3 Niederlagen. Was Blumby dabei vielleicht vergessen hat, ist, dass natürlich sie 3-0 gewonnen haben gegen Dignitas. Heißt also, Dignitas, die müssen nächste Woche ja auch ran gegen Fnatic. Die Erwartung wäre auch da natürlich, dass Fnatic gewinnt. Und dann hätte Dignitas tatsächlich auch 3 Niederlagen. Und insofern könnte es dann knapp werden und dann kommt es vielleicht tatsächlich auf dieses 3-0 an, also auf das schlechte Map-Verhältnis von Dignitas. Und insofern kann tatsächlich jede einzelne Map wichtig werden für Team Expert. Insofern können wir auf jeden Fall gleich die Daumen drücken, so oder so, dass sie zumindest ein paar Maps mitnehmen können. Und ihr seht schon, das Tippspiel läuft schon. Ihr könnt eure Tipps also abgeben für Team Expert oder für Fnatic.